Bereits vor dem offiziellen Mannschaftstraining am Mittwoch begaben sich Tim Borowski und Philipp Bargfrede auf den Trainingsplatz, um ihre Belastbarkeit zu testen. Zumindest für einen der beiden verlief dieser Probelauf erfolgreich. Philipp Bargfrede will am Nachmittag wieder voll einsteigen. Borowski hingegen wollte noch keine Prognose äußern. Der Mittelfeldmann erlitt im Spiel gegen den VfB Stuttgart einen Schlag aus Sprunggelenk. Mit Daniel Jensen absolvierte ein weiterer Rekonvaleszent am Vormittag eine Einheit. Der Däne laborierte seit dem Rückrundenbeginn an Kniebeschwerden. Wann der Nationalspieler wieder ins Mannschaftstraining einsteigen kann, ist offen.